Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Dies ist Kasimir II., König von Litauen, und der hat seit einigen Jahren einen schweren Stand. Er ist ja eigentlich unser Ratspriester, aber intern offenbar ziemlich umstritten, denn zwei Kriege führt er schon seit vielen, vielen Jahren, verteidigt sich in diesen. Einmal ein Lehnskrieg, und den wird er voraussichtlich auch verlieren, weil die Gegenseite doch sehr, sehr stark ist, aber hier geht es ja nur in Anführungsstrichen um Lehnsautorität. Der andere Krieg, der könnte für ihn deutlich heikler werden, denn hier geht es um den Anspruch von Drosuk auf das gesamte Königreich. Die Gemengelage ist relativ ausgeglichen, allerdings wenn er hier durch diesen anderen Krieg vielleicht noch Männer verliert, dann könnte es hier knapp werden. Drosuk, wer ist das? Drosuk ist sein Bruder, der wahnsinnige Bruder, der im Übrigen auch gleichzeitig ehrgeizig und ein religiöser Eiferer ist und der offensichtlich König von Litauen werden möchte. Ich denke, ganz interessant, das Ganze weiter zu beobachten. So, dann haben wir eine Sache, über die ich das letzte Mal doch ein bisschen schnell hinweggegangen bin. Und zwar ist ja hier Herzogin Dorota schwedisch geworden. Das ist insofern doch bedeutsam, weil sie ja unsere Ratsmarschallin ist. Und insofern führt das zu einer weiteren Distanzierung vom Großkönig ihrerseits. Minus 15 durch fremde Kulturgruppe. Naja, also möglicherweise werden die Herzöge langsam wieder aufmüpfig. Allen voran natürlich Herzogin Ranhild, die Wahnsinnige, die Verrückte, die immer noch lebt und sich inzwischen auch der Fraktion angeschlossen hat, die Gräfin Jadwiga, unsere Tante, auf den Königsthron von Schweden bringen möchte. Na, schauen wir mal. Für unseren König ist das alles sehr weit entfernt. Er bekommt davon noch nichts mit. Er ist mit anderen Dingen beschäftigt, von denen ihr natürlich wisst. Er prasst und schlemmt und genießt sein Leben. Und hier sind wir tatsächlich, und das ist vielleicht jetzt mal eine allgemeine Anmerkung zu der Situation hier, an einen Punkt gekommen. Oder wir haben einen König mit einer Ausrichtung, die von Crusader Kings 3 in der jetzigen Version eigentlich wirklich nicht gut unterstützt und simuliert wird oder genutzt werden kann, weil es gibt eigentlich ganz wenig, wofür man Geld ausgeben kann, was nicht irgendwie der Verwaltung und dem Aufbau des Landes dient oder natürlich des Unterhalts der Armee. Darüber hinaus kann man fast gar nicht Geld ausgeben, außer ab und an mal Jagd und Fest durchzuführen. Das soll ja mit dem neuen DLC Royal Court alles anders werden. Das wäre ein perfekter DLC für diesen Mann, aber im Moment haben wir das Ganze noch nicht. Deswegen muss man sich Hilfsmittel bedienen. Und hier habe ich ja in der Vergangenheit immer schön Geschenke verteilt an den Rat. Das will ich auch weiterhin tun. Ich gebe zu, das Ganze wirkt sehr schematisch. Aus diesem Grund habe ich mir Folgendes überlegt. Erstens, ich werde dieses Geld ausgeben auf diese Art und Weise in Zukunft Offcam machen, damit es einfach, wie soll ich sagen, nicht dieses rein Repetitive ist. Stellt euch einfach vor, er hat einfach eine teure Hofhaltung und das Geld wird mit vollen Händen ausgegeben. Ich weiß, das triggert viele Leute, wenn ich das hier x-mal mache im Video, deswegen mache ich das so nicht mehr. Zum Zweiten aber, und das ist jetzt vielleicht eine entscheidendere Maßnahme, zum Zweiten habe ich mir überlegt, werde ich die Ablässe nicht mehr annehmen. Und zwar aus folgendem Grund. Ich glaube, das kann man so erklären. Er ist einerseits zynisch, das heißt, er hat mit diesem ganzen Göttlichkeitsbrimborium eh nichts am Hut. Das findet er alles lächerlich. Natürlich den Luxus, den findet er toll. Aber das an sich, diese Rituale, die damit zusammenhängen, das mag er nicht. Und zum Zweiten, und das ist jetzt das Entscheidende eigentlich, ist er unglaublich schlecht in diesen Verwaltungsdingen. Und ich stelle mir das jetzt so vor, dass natürlich die Ablässe noch faktisch gewährt werden, aber dass die versickern in einer Priesterhierarchie, die sich diese Sache zunutze macht, dass oben ganz oben ja kein großes Interesse an diesen Dingen herrscht und auch niemand so richtig durchsieht. Aus dem Grund lehne ich das ab, aber wir stellen uns vor, dass da ein ziemliches Maß an Korruption herrscht in dieser Priesterkaste. Das ist so ein bisschen meine Begründung des Ganzen. So, dass wir weniger einnehmen und das Geld werde ich aber durchaus wie gewohnt ausgeben. Warum? Ich könnte natürlich das Geld auch ausgeben, indem ich beliebig in irgendwelchen Baronien und Grafschaften irgendwas ausbaue, aber das möchte ich deshalb nicht tun, weil das ja indirekt auch wieder der Stärke unseres Reiches zugute kommt und schon an gute Verwaltung grenzt, das zu tun, weil egal, was man da macht, man
macht ja immer irgendwas Gutes. Und warum ich, und was ich auch nicht tun werde, ich werde nicht das Geld komplett an alle unsere Herzöge geben, weil dann würden wir sie alle zufriedenstellen und das will ich auch nicht. Ich stelle mir so vor, es gibt eine kleine Kaste von Leuten um den König herum, die einfach ja als enger Hofstaat einen unglaublichen Luxus genießen und deshalb dieses Geld dafür ausgeben. Okay, entschuldigt ein bisschen dieses Ausholen, weil ja so richtig gefallen tut mir das ehrlich gesagt auch nicht, aber ich sehe keine andere Möglichkeit mehr. Eine Sache finde ich aber noch ganz interessant. Wir haben ja festgestellt, dass unsere Frau die fast die ähnlichen Eigenschaften haben, also mit uns, dass sie die hat. Und ich finde es ganz hübsch, wenn die beiden sich annähern. Deswegen mache ich mal ein Liebesdinge-Komplott. Vielleicht kann man ja auch sowas wie eine Seelenverwandtschaft erzeugen. Schaut mal, 100%. Das wird also auf jeden Fall klappen. Und vielleicht ist es eine interessante Entwicklung, die, glaube ich, zu unserem König durchaus passen könnte, zu diesen beiden. Also, die Zeit ist gekommen, offen zu meinen Gefühlen Großkönigin Geira gegenüber zu stehen. Ich möchte, dass sie sich den Rest ihres Lebens an diesen Tag erinnert. Okay, was machen wir? Was machen wir mit ihm? Singen wir eine Ballade? Schreiben wir ein Liebesgedicht? Machen wir einen Übungskampf? In all diesen Dingen ist er nicht gut. Das finde ich ganz witzig. Wir lassen uns von unserem Bauchgefühl leiten, was auch immer das bei ihm bedeutet. Also wir erklären ihr unsere unsterbliche Hingabe. Okay, ich rekrutiere einen meiner erfahrensten Soldaten und wir üben 3 Tage am Stück. Als ich endlich bereit bin, betreten wir gemeinsam den Innenhof. Wir beginnen unseren Übungskampf und bald versammelt sich eine Menge um uns, deren Jubel niemand geringeren als die ungehobelte Großkönigin Geira anlockt. Mein Soldat kämpft tapfer, aber ich entwaffne ihn mit einem letzten makellosen Stoß. Ich knie vor Geira nieder und tue meine edlen Absichten kund. Ich widme diesen Sieg euch, Großkönigin Geira. Euch Ehre zu bringen, ist mein einziger Wunsch. Mein Honigkuchen ist sprachlos, fühlt sich aber eindeutig geschmeichelt. Warum sonst sollte sie so lächeln? Oh, fantastisch. Okay, also der Auftakt ist gemacht. Ich stelle mir das auch so vor, dass er nicht wirklich gut gekämpft hat, beziehungsweise das ist alles so eingeübt gewesen. Kein Soldat würde gegen unseren Branislav verlieren. Das ist natürlich alles eine Schmierenkomödie in gewisser Weise. Gut, dann will ich noch, weil das jetzt ein bisschen häufig auftritt und eigentlich auch unnötig ist, bei den Kriegsbenachrichtigungen hier mal was ändern. Das ist ja eine schöne Mod, findet ihr auch als Link in der Videobeschreibung. Und zwar bei Kriege benachbarter Reiche, das werden wir jetzt mal deaktivieren. Wir haben jetzt so viel benachbarte Reiche, das brauchen wir uns nicht mehr anzeigen zu lassen. Soweit, so gut, dann lassen wir einfach mal weiterlaufen. Und demnächst müsste auch der Moment wieder kommen, dem wir ein Fest veranstalten können. Aber noch ist es nicht so weit. Wir sehen aber erstmal, dass Herzog Wawczynek Kleinkönig Alf von Jämtland angreift. Es geht um die Grafschaft von Jämtland. Okay, also er will immer mehr. Dieser Typ ist auch echt ein wahnsinniges Phänomen. Herzog Wawczynek, der sich hier schon halb Norwegen erobert hat und jetzt ist es hier die nächste Grafschaft, auf die er lauert. Und ich habe keine Zweifel, dass er auch diesen Krieg wie gewohnt gewinnen wird. So, Ablässe ignorieren, das wäre ab jetzt. Champions einladen, denke ich. Achso, Gefangene hier wollte ich nicht gucken. Denke ich, ist gar nicht so sehr nötig. Wir haben gute Leute, wir können hier einen noch an den Hof rekrutieren. Aber ansonsten brauchen wir das und werden wir das nicht tun. Oh, wir sind fettleibig geworden. Ja, das ist natürlich kein Wunder. Bei dieser Lebensführung mit 27. Das ist auch mal, ja, das ist respektabel. Ich glaube, so schnell ist das noch nie mehr jemandem gelungen. Das gibt ihm natürlich auch einen schweren Gesundheitsmalus, das dürfen wir nicht vergessen. Und so sehen die beiden jetzt aus. Noch sieht man ihm das, ja, er ist so ein runder Wonneproppen, ne? Sieht man ihm noch gar nicht so richtig an. Mal gucken, wie sich das weiterentwickeln wird. Gewichtsverlust, denke ich, das wird er jetzt nicht betreiben. Ich finde, er ist kein fleißiger Typ und ich stelle mir auch so ein bisschen träge vor in gewisser Hinsicht. Deswegen werde ich das jetzt nicht aktiv irgendwie betreiben. So, was haben wir denn hier? Ein benachbarter Herrscher verlor einen Krieg. Das hat, glaube ich, nichts mit uns zu tun. Das ist Königin von Serbien. Eine Fraktion hat sich aufgelöst.
Und Cousins und Cousinen wurden gefangen genommen, irgendwo in der Ferne. Liebesdinge. In letzter Zeit wurden meine Besuche bei Geilera allesamt ruiniert. Mein Ratsspitze, König Camille, folgt Geilera auf Schritt und Tritt wie ein verirrter Welpe. Was ist denn mit dem los? Seine Versuche, die Fürstin zu betören, sind lächerlich, doch ich fürchte, dass seine Beharrlichkeit belohnt werden könnte. Wie bitte? Unser Schwager, der König von Novgorod? Okay. Wir könnten ein Duell durchführen. Wir könnten versuchen, ihn zu vergiften. Wir könnten versuchen, ihn zu bezahlen. Ich meine, letzteres passt wohl am besten zu ihm. Ein Duell. Ich meinte, er hat allerdings... Warte mal, er hat natürlich... Ja, jetzt ist natürlich die große Frage. Also, entweder glaubt er jetzt inzwischen ernsthaft, dass er ein guter Kämpfer ist, weil er diesen Schaukampf ja auch in gewisser Weise gewonnen hat. Vielleicht will er auf dieser Ebene weitermachen. Das könnte man schon so interpretieren, ne? Wir wissen, dass der Typ im Übrigen verwundet ist und auch ein super schlechter Kämpfer ist. Ja, ich glaube, da spürt er Oberwasser. Ich glaube, wir machen das. Ein Duell wird beweisen, wer würdig ist. Offenbar habe ich König Camille unterschätzt. Oh mein Gott. Ernsthaft? Meine Niederlage gegen ihn war so schmerzhaft wie peinlich. Mein einziger Trost ist, dass Großkönigin Gaeda das nicht gesehen hat. Oha. So. Wir können jetzt ihn zum Rivalen machen. Ich glaube, das finde ich eine ganz gute Aktion. Das jetzt fühlt er sich, glaube ich, in seinem Stolz gekränkt. Ist auf jeden Fall, wäre das menschlich nachvollziehbar bei ihm. Ja, warum nicht? Die Rache wird mein sein, das könnt ihr mir glauben. Er wird unser Rivale. Und ich denke, in dieser Konsequenz heißt das für ihn auch erstmal als erstes, dass der Typ aus dem Rat entfernt wird, auch wenn er König ist. Oh Mann, wir hatten seinen Vater zum König gemacht, aber dass der so schnell sterben wird. Okay, also wir brauchen einen neuen Ratsspitzel. Und da ist die Frage, wen wir nehmen. Wir könnten natürlich hier... Ja, ist die Frage, nehmen wir jetzt hier jemanden guten nach Qualität? Beziehungstechnisch... Haben wir unseren Freund? Aber gibt es jemanden, der jetzt hier aus irgendwelchen Gründen in Frage kommen würde? Aus irgendwelchen Beziehungsgründen? Sehe ich aber nicht. Herzog Thomas von Smallland ist auf jeden Fall einer der mächtigeren. Die Beziehungen sind auch ganz gut. Auf jeden Fall auch ein würdiger Typ. Ja... Ich glaube, wir nehmen den. Aber der ist ja, warte mal, der ist ja auch schlecht. Warum wird er mir hier eigentlich oben angezeigt? Ich muss hier nochmal neu sortieren. Herzog Lech. Das ist einer der großen, die vorstellbar sind. Ich denke, wir werden den zuweisen, ja. Machen wir das mal so. Okay, und der wird entlassen. Und was mit dem geschieht, das gucken wir mal. Lassen wir erstmal nochmal offen. Wir kümmern uns jetzt weiter um unser Komplott. Eine Fraktion wurde geschaffen und es ist endlich wieder verfügbar, dass wir ein Festmahl abhalten können. Wir schicken die Einladung raus. Wir merken immerhin, das Geld kommt nicht allzu schnell zusammen, wenn wir die Ablässe nicht annehmen. Ein geselliges Beisammensein. Willkommen, meine Freunde. Und was haben wir hier? Der hohe Tisch spricht. Die große Tafel, an der der Hochadel auf dem Podest saß, gab ein lautes Krachen von sich und einen Augenblick später gab sie unter dem Gewicht der Speisen und vergoldeten Verzierungen nach. Als ich und meine geschätzten Gäste uns zum niederen Adel setzen mussten, saß am Ende mein Ratskanzler Herzog Sviatoslav neben mir. Naja, das dürfte eigentlich jetzt nicht so die Riesenüberraschung sein, weil es ist unser Ratskanzler. Wir sitzen vermutlich häufig neben denen. Naja, Herzog Lech reagierte darauf allerdings pikiert und erzählte allen, was für eine obszöne Ungerechtigkeit es doch sei, unter Edelleuten sitzen zu müssen. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht richtig. Wieso fühlt sich Herzog Lech besser als Herzog Sviatoslav?
verstehe ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Zumal Herzog Lech schwächer ist und auch nicht höher im Rang. Die kaum besser sein als gemein. Im Gegensatz dazu, Herzog Tomasch erwies seinen Niedergestellten Anmut und Güte. Der Herzog von Smoland. Sviatoslav und ich unterhielten uns den ganzen Abend lang und wir waren uns einig, dass das nicht das letzte Mal sein sollte, dass wir gemeinsam speisten und lachten. Ja, sehr schön, den haben wir auch hier reich beschenkt in der Vergangenheit, ist ja der Gemahl unserer Tante Jamila. Welch grandioser Abend. Oh, er wird auch unser Freund, das ist natürlich wichtig. Ich meine, er ist schon im Rat als Kanzler. Interessant. Und was haben wir hier? Divide et impera. Gräfin Geira unterstützt aktiv Herzogin Ranhild und ihre Fraktion. Wartet mal, Gräfin Geira, das ist nicht unsere Gattin. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Also, Ranhild und ihre Fraktion. Eine Fraktion, die Gräfin Jadwiga auf den schwedischen Thron bringen möchte. Das kennen wir schon. Allerdings hat meine Gemahlin eine Idee, wie man das ändern könnte. Glaubt mir, ich könnte Gräfin Geira Dinge erzählen, mehr als genug, um sie sofort Ranhild abschwören zu lassen. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil Ranhild ist ja sowieso die Wahnsinnige, die ist normalerweise, eigentlich sollte man die Geschichten über sie kennen, auch Gräfin Geira. Okay, ja, machen wir. Sorgt dafür, dass Geira Ranhild nie wieder unterstützt. Gut. Sehr schön. Also ich merke wirklich, unsere Frau und wir verstehen uns. Eine Freundschaft. Als meine Gäste aufbrechen, scheinen sie bester Laune zu sein. Sehr schön, dass Herzog Sviatoslav nicht geht, ohne mehr Lebewohl zu sagen. Wir wissen beide, dass wir uns schon bald wiedersehen werden. Eine fürwahr hervorragende Person. Hervorragend, das war doch ein schönes Festmahl. Tugendhafte Gräfin gefeiert und ein Bauernaufstand. Ich frage mich gerade... Wir können einfach mal ein Sondergeschenk mal schicken. Auch wenn er die sowieso als Ratsmitglied häufiger bekommt. Und die Jagd ist auch wieder möglich. Sehr schön. Dann lasset das Horn erklingen. Da machen wir auf jeden Fall auch weiter. Der Schuss. Es ist schon majestätisch. Wieso, wie wir so über die Landschaft blicken oder die Jagdgesellschaft. Von hinter den Büschen ziele ich mit dem Bogen auf meine Beute. Mein Ratsspitzel Herzog Lech erwidert den Blick, den ich dem lautlos zuwerfe. Mhm. Ich werde das Stück erledigen. Okay. Bringt Anspannung, weil wir großzügig sind. Oder wir sagen, gebt euch Mühe, Lech. Ja, ich denke, wir folgen hier der Eigenschaft. Spricht nichts dagegen. Nein, nein, jetzt bin ich nicht der Eigenschaft gefolgt. Oh Leute, okay, dann nehmen wir das jetzt einfach mal hin, dass Großkönig Branislav hier, dass ich mit ihm durchgegangen bin. Ich habe mich verklickt, aber mit ihm ist es durchgegangen. Er war so im Jagdfieber, dass er abschießen wollte, dass er den Schuss setzen wollte. Und das findet vermutlich unser Ratsspitzel nicht ganz so nett. Die Jagd nähert sich ihrem Ende. Wir sitzen auf und lassen das Jagdgebiet hinter uns, während die Diener unsere große Beute und anderweitig erlegtes Wild für die Rückreise vorbereiten. Ich habe schon etliche Jagden veranstaltet und langsam bemerken, dass die Menschen in meiner Umgebung meine Aktivitäten sprechen sich herum. Was heißt das? Aber als Jäger sind wir noch nicht bekannt. Vielleicht nach der nächsten Jagd. So, dann haben wir hier König Demid hat einen Krieg verloren gegen Graf Mateusz von Witebsk. Okay, Demid von Weißruthenien. Und das ist eigentlich unser. Es geht um das Herzogtum Polatsk. Da scheint es zu neuen Gebietsgewinnungen gekommen zu sein. Möglicherweise, ich glaube, dieses Gebiet, ne? Das gehörte vorher uns nicht. Vermute ich zumindest. Also ihr seht, Krotonia wächst weiter, auch ohne aktives Zutun des Königs. So. Und das ist jetzt auch erfolgt. Der Religionskrieg und die Grafschaft Jämterland. Genau, die ist jetzt auch erobert worden. Damit gibt es jetzt hier einen Zusammenhang des Gebiets hier, entsprechend Norwegen. Das hatten wir schon gewusst, dass dieser Herzog seinen Krieg nicht verlieren wird. Was haben wir hier?
Erst einmal ist unser Ruhm weithin bekannt. Ruhmstufe ist gewachsen. Ablass werden wir ablehnen. Beide. Aber hier haben wir etwas. Und zwar, ich inspiziere gerade die Krankenstube der Kaserne, als ein schwerverletzter Soldat hereingebracht wird. Er verliert zu viel Blut. Wo ist der Arzt? Rosa ist unauffindbar. Mir läuft es kalt den Rücken hinunter. Ich bin vielleicht die letzte Hoffnung dieses Soldaten. Plötzlich steht wie aus dem Nichts mein Cousin, Ratsprediger Kasimir, an meiner Seite. Er krempelt die Ärmel hoch und schaut mich an. Um wen geht's eigentlich? Um Marian Grifita. Ein wandernder Soldat. Okay, was können wir machen? Gebt mir die Aderpresse. Trete zurück, das ist mein Patient. Bin mir nicht sicher, was jetzt der Unterschied hier ist. Ich lasse ihn verbluten, das passt, glaube ich, nicht zu uns. Ich denke, weil wir uns ja nun in dem Gebiet etwas auskennen, schreiten wir hier zur Tat. Gebt mir die Aderpresse. Dann werden wir gemeinsam zu 90% den Soldaten retten und Kasimir wird ebenfalls unser Freund. Und Marian Grifita schließt sich dem Hof an. So ein großer Soldat ist er nicht, aber er ist ein Pionier. Das kann man ganz gut gebrauchen. Naja, schauen wir mal. Tatsächlich, das ist gelungen. Unser Patient schreit und schlägt um sich. Obwohl drei ausgewachsene Soldaten ihn niederhalten, ist jeder Schritt ein Kraftakt. Doch Ratsprediger Kasimir bleibt ruhig und schließlich finden wir zu einer stillen Konzentration. Ich bin mir nicht sicher, wie wir es geschafft haben, doch offenbar wird der Soldat es überleben. Das war beeindruckend. Branislav, meint Kasimir mit einem müden Lächeln, es war mir eine Ehre, an eurer Seite gedient zu haben. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Leute, damit haben wir einen nächsten Freund gewonnen. Erstaunlich. Auch der wird gleich mal mit einem Geschenk bedacht. Außer der Reihe gewissermaßen. Na, da wird er ja hier noch richtig beliebt. Eine Nebenlinie ist geschaffen worden. Durch wen? Durch einen Grafen. Interessant. Und Ablässe ignorieren wir weiterhin. Liebesdinge, Graufell, liebste Fürstin Geira, seufze ich, als ich vor ihr knie. Mein einziger Wunsch ist es, euch Ehre und Glückseligkeit zu bringen. So sagt mir doch bitte, wie kann ich euch meine Liebe beweisen? Großkönigin Geira zögert und wird rot. Beim Himmel, ich hoffe, sie ist erfreut und nicht peinlich berührt. Tötet einen Wolf für mich und bringt mir seinen Pelz. Dann führen wir diese Unterhaltung fort. Okay. Gut, wir könnten einen Jäger bestechen, um das zu tun. Also, ich glaube, sein Mut ist so ein bisschen wieder abgeflacht, nachdem er gegen einen verwundeten, wirklich extrem schwachen Kämpfer verloren hatte. Würde ich mal sagen, wir würfeln das mal. Also entweder besticht er oder er versucht es dann doch selbst. Da packt ihn dann vielleicht doch der Ehrgeiz. Schauen wir mal. Zumindest fühlt er sich ja auch, glaube ich, als Jäger. Oh, ich sehe gerade, wir haben hier schon die Jungjäger-Auszeichnung. Okay, pass auf. Ich werde das mal den Zufall entscheiden lassen. Mal gucken. Beides ist denkbar und ich würfle eine 5. Das heißt, er besticht dann doch lieber einen Jäger. Das heißt, er will die Sache nicht selbst in die Hand nehmen. Wir haben unsere Gebäude gebaut. Bauernaufstand gegen unseren Onkel, Prinz Niklot von Uppland. Fraktion hat sich aufgelöst. Wir können hier mal gucken, ob wir weitere Ausbauten uns leisten können. Hier fehlt Geld und die Ringburg. Okay, hier können wir eh noch nichts mehr machen. Während wir hier... Fehlt der Donjon. Da könnten wir verbessern, aber da haben wir kein Geld. Okay, alles klar. Immerhin haben wir jetzt ein paar Projekte, die finanziert werden können, sinnvoll auch finanziert werden können, aus unserem Staatsschatz. Das ist doch ganz gut. Königin Tihan hat den nächsten Krieg verloren. Grafschaft von Vidin. Da unten. Serbien verliert dort immer mehr an Land, wie es aussieht.
wenig nette Nettigkeiten. Ich folge der Einladung zu einem Ball in Veligrad, um ein wenig Zeit mit Großkönigin Geira zu verbringen. Allein der Gedanke daran, ihre Hand zu halten, lässt mein Herz schneller schlagen. Doch als ich ankomme, sehe ich, wie sich gerade meine Ratsmarschallherzogin Dorota mit ihr unterhält, die neue Schwedin. Diese widerwärtige Person schwadroniert unbeeindruckt vor sich hin und bemerkt gar nicht, wie unwohl sich Geira fühlt. Tja, wie agieren wir hier? Beides ist möglich. Wir könnten sie ablösen. Wir könnten hier auch ein bisschen aggressiver mit reingehen. Das erste ist so eine gewisse großzügige Aktion. Ich werde das wieder mal auswürfeln. Beides ist möglich. Ich würfle eine 1. Das heißt, wir lösen sie ab. Lieber leide ich als sie. Wir bekommen dadurch chronische Kopfschmerzen und Anspannung. Außerdem erhält das Komplott Güte. Okay, 10 Jahre lang haben wir diese Kopfschmerzen. Oh mein Gott. Ein Ratschlag. Ich höre nicht zum ersten Mal von den großartigen Leistungen von Ludwig. Und jetzt hat Herzog Sviatoslav ihn mir an meinen Hof geschickt. Er stellt sich vor als Zeichen der Freundschaft zwischen Sviatoslav und mir. Ja, dann würde ich sagen, wenn unser Freund das so möchte, dann werden wir ihn in den Dienst nehmen. Willkommen, Ludwig, am Hofe. Und eine Sache, denke ich, er nimmt das jetzt der Herzogin Dorota durchaus ein bisschen übel. Wobei diese Aktion jetzt eben war jetzt auch nicht so eine gravierende Aktion, würde ich fast sagen. Nee, ich glaube, da müssen wir noch nicht irgendwie in den Rat eingreifen und sie da austauschen. Ich denke, das würde ein bisschen weit führen, würde ich jetzt mal sagen. So, Ritter wurde verbessert. Vasallen erklären sich gegenseitig den Krieg. Okay. Herzogin Xenia von Seeland wird angegriffen. Ein interner Krieg. Nicht ganz so entscheidend. Und... Wir haben einen weiteren Sohn. Meine Güte, da haben wir sie so bezirzt. Und mir ist dabei gar nicht aufgefallen, dass sie schwanger war. Und ein zweiter Sohn ist da, Udalrich. Na, das ist doch schön. Ein schöner Name. Wir lassen das mal so. Klingt zwar gar nicht so sehr slawisch, aber warum nicht? Mögest du stark und weise werden, ist vielleicht ihr Vorschlag. Mein Sohn. Prima, das ist ja eine große Freude. Was haben wir hier? Wir haben ein Darlehen zurückzahlen. Das hatten wir uns, glaube ich, geliehen vom Ritterorden während des großen internen Krieges. Das können wir jetzt sehr gut zurückzahlen. Machen wir. Liebesdinger Eindringling. Jedes Mal, wenn ich meine Augen schließe, sehe ich das Gesicht von Großkönigin Geira. Ich finde einfach keinen Schlaf. Ich kann nicht länger warten. Gehüllt in die Schatten der Nacht begebe ich mich in den Garten außerhalb ihrer Gemächer. Beim Anblick des Fensters der Gemächer von Geira schlägt mein Herz wild in meiner Brust. So nah und doch so fern. Aber Moment, wer klettert denn da den Turm hinauf? Leute, ich finde es ein bisschen merkwürdig. Ich meine, sie ist die Königin. Warum müssen wir uns da so ranschleichen? Die schattenhafte Gestalt macht beim Fenster von Geira Halt und öffnet die Läden. Was ist da los? Ja, glauben wir, dass wir sie retten? Okay, das ist ein Abbruch des Komplottes. Das wollen wir ja nicht. Mein Zuckerstück ist in Gefahr. Wir sind mal ganz naiv und können uns gar nicht vorstellen, dass da mehr irgendwie los ist. Also, mein Zuckerstück ist in Gefahr. Ich muss sie retten. Mal schauen, was da passiert. Noch nie hat mich in meinem Leben etwas so angetrieben wie die Geräusche des Handgemenges über mir. Ohne Rücksicht auf Leib und Leben ziehe ich mich durch das Fenster von Großkönigin Geira. Ich fühle mich, als wäre ich in einen gefrorenen See gesprungen. Geira liegt am Boden. Der Eindringling hebt eine funkelnde Klinge. Mit einem Brüllen packe ich mir den Schurken und werfe ihn gegen die Wand. An den Rest kann ich mich nur schemenhaft erinnern. Als die Gefahr gebannt ist, drehe ich mich zu Geira um.
Geht es euch gut, Gelda? Frage ich vorsichtig. Als wären meine Worte ein Zauberspruch, fährt plötzlich wieder Leben in sie und sie wirft sich in meine Arme. Rott sei Dank, dass ihr hier seid, Branislav. Oh mein Gott. Ich werde nicht zulassen, dass ihr je wieder in Gefahr geratet. Sie wird unsere Seelengefährtin, großartig. Und wir haben sie beschlafen. Aber das haben wir schon öfter getan. Und wir erhalten 1500 Prestige. Pass mal auf, ich würde mal sagen, weil die Situation irgendwie so absurd ist in dem Kontext, ist das auch Teil, ja, dieser, wie soll ich sagen, solcher verabredeten Aktionen, wie wir sie am Anfang schon erlebt haben. Ich glaube, es gab keinen wirklichen Mörder unserer Frau. Niemand wollte sie ermorden, sondern das ist alles inszeniert, um sie zu beeindrucken. So stelle ich mir das jetzt vor. Und dementsprechend ist sie jetzt komplett entflammt für ihn. Und die beiden sind nun Seelengefährten, was auch immer das jetzt zur Folge haben wird. Es gilt auch als Affäre. Auch das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, rein spielmechanisch. Nun gut. Naja, also wir stellen uns einfach vor, sie lieben sich jetzt abgöttisch und verbringen jede Minute miteinander. Und sie ist super dankbar und sieht in ihnen nicht nur den großen König, der vielleicht ein bisschen einfältig ist, sondern auch den wirklich tapferen Held und Beschützer, der sich für sie schlägt und ihr Leben gerettet hat. Und mit diesen besonderen Ereignissen und dem versöhnlichen Ende und für Branislav dem erfolgreichen Ende beenden wir dann auch erstmal wieder diese Staffel hier. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Steinwallen.